Hast du dich schon mal gefragt, wie man ganz einfach eigenen Stickstoffdünger herstellen kann? Genau das zeigen wir dir in diesem Video, wie du das super günstig und nachhaltig selbst herstellen kannst. Ich habe hier den Triaterra-Chef Marco hier und ja, erklär uns mal, was haben wir hier? Genau, also tatsächlich, also die Leute kaufen Düngemittel im Baumarkt oder im Gartenmarkt wie bescheuert und fragen sich, was sie für ihre Zimmerpflanzen oder ihre Tomaten oder so alles kaufen können, damit die endlich mal schöne große grüne Blätter kriegen und nicht mal so rumkrepeln. Und der Punkt ist, sie haben das alles, ich möchte sagen, in Griffweite zur Hand, nämlich ihren eigenen Urin. Urin ist ein sauberer Stoff, auch wenn wir uns alle vielleicht am Anfang ein bisschen davor ekeln, aber nicht umsonst wissen die russischen Mütter noch, Mensch, auch wenn man eine Wunde hat, soll man da Urin, das mit Urin auswaschen, wenn man nichts anderes hat. Das ist wunderbar für die Wundheilung. Also ist ein hygienischer Stoff. Man kann es sogar trinken. Ob man das unbedingt muss, ist eine andere Frage. Aber es schadet auf jeden Fall nicht. Also er ist sauber. Er hat jetzt nicht irgendwie Krankheitskeime oder so. Er ist auch nicht giftig, wenn man keine großartigen Medikamente nimmt. Und also ist man ein sicherer Stoff. Das ist schon mal schön. Wir haben einen Stoff, der ist sicher. Damit kann man erstmal sich nicht vergiften oder nicht viel falsch machen. Und das nächste ist, Urin ist ein hervorragender Dünger. Urin hat nämlich pro Liter ungefähr 10 Gramm Stickstoff. Und das ist an sich zu konzentriert. Das wird vielleicht der eine oder andere auch schon festgestellt haben, wenn der Mann immer an die gleiche Stelle im Garten pinkelt oder der Hund, dass die Pflanze da eingeht. Aber nicht, weil der Urin an sich schlecht ist, sondern nur, weil er zu konzentriert ist. 10 Gramm pro Liter ist einfach noch ein bisschen zu konzentriert für die Pflanzen. Dementsprechend verdünnen. 1 zu 10 ist eine gute Verdünnung. 1 zu 5 mindestens sollte man Urin verdünnen. Dann werden die Pflanzen davon nicht verbrannt, können davon wunderbar wachsen. So, also da wissen wir schon mal die Verdünnung. 1 zu 10 wollen wir verdünnen. Und jetzt die Frage, wie fange ich denn den Urin auf? Bei unserer Komposttoilette relativ simpel mit der Urinflasche. Gibt natürlich auch Trenntoiletten, wo das vielleicht automatisch anfällt. Eine andere Variante tatsächlich, wie wäre es denn mal Urin, also ganz ohne Komposttoilette, nur die Urinflasche nehmen, gerade den Mann mal abstellen im Haushalt und sagen, hier, ich brauche für meine Zimmerpflanzen oder für die Tomaten jetzt Urin, damit der ordentlich ins Wachstum kommt. Mach doch mal, ne? So, also kann man diesen Teil des Kreislaufes wirklich auf simpelste Art und Weise schließen. Braucht man keine großartige Technik oder sonst was. So, dann haben wir den Urin und dann, warum sieht der Urin hier so braun aus? Und der Punkt ist nämlich, dass Urin nach 1-2 Tagen richtig krass anfängt, nach Ammoniak zu stinken. Nicht, weil da irgendwie was fault oder schlecht wird, sondern der Harnstoff, den wir im Urin haben, der ist ja so eine halbwegs stabile Form von Ammoniak. Also der Ammoniak muss eigentlich aus dem Körper entfernt werden. Das macht die Niere, aber über Harnstoff. Und dann haben wir hier also Harnstoff drin im Urin und der spaltet sich von alleine nach ein paar Tagen, Stunden auf in Ammoniak. Und das ist das, was wir riechen. Also da sind noch keine Mikroorganismen oder sowas beteiligt. Das ist einfach nur eine spontane Aufspaltung. Der Punkt ist, sobald das ein bisschen sauer ist und sobald wir das mit diesen effektiven Mikroorganismen, mit DM, mit ein bisschen Triaterra aktiv mischen, passiert das nicht oder viel, viel langsamer. Da bleibt der Harnstoff viel länger stabil. Deswegen mein Tipp, das sind jetzt hier 5 Liter. Auf 5 Liter ein Viertel bis einen halben Liter oder auf 10 Liter ein halber Liter bis ein Liter Triaterra aktiv. Also EMA, das mit das vermehrte EM, die günstige Variante. Und da mache ich tatsächlich am Anfang pur hier das rein, Viertel, halben Liter. Dann kommt über eine Woche ungefähr oder ein paar Tage, fülle ich dann hier pur Urin rauf. Und dann habe ich diese Mischung von ungefähr 1 zu 20 Urin triateraktiv, EMA. So, und das ist interessant, denn das kann tatsächlich 2, 3, 4 Wochen stehen. Und es riecht noch ein bisschen nach Urin, aber man muss sich jetzt nicht sofort die Kleidung tauschen, wenn man das dann im Garten ausbringt. Dann gehe ich einmal die Woche raus in den Garten und überlege mir, welche Pflanze braucht denn jetzt frischen Stickstoffdünger. Das sind nämlich immer die Pflanzen, die im frischen, grünen Wachstum sind, also die grüne Blätter bilden. Wenn die schon in der Fruchtbildung sind, brauchen die keinen Urin mehr. Wenn der Blumenkohl schon anfängt zu wachsen, also der Kohl, also die Blüte quasi, dann nicht mehr. Wenn die Tomaten schon voll im Wachstum sind, brauchen wir es nicht mehr. Aber wenn die jetzt noch stark im grünen Wachstum sind, wenn der Kürbis die neuen Blätter bildet, Rasen sowieso immer oder eben im Frühjahr, wenn alles grün explodiert, dann wollen sie alle Stickstoff haben, weil das ist das, was diese Blattchlorophyll und so weiter Bildung ermöglicht.
Dementsprechend, je nach Woche ist dann die Frage, kriegt es der Rasen, kriegen es die Tomaten oder kriegt es der Kürbis? Im Moment ist bei mir Tomaten und Kürbis dran. Und dann heißt es hier Gießkanne, hier Urin. Das Schöne ist, ich habe schon alles zusammen. Ich habe die Mikroorganismen und den Urin zusammen. Das heißt, normalerweise könnte man auch pur Urin und EM mischen, aber ich will ja auf die Gießkanne immer so 50 Milliliter Triateractiv haben und ungefähr 1 Liter Urin, und das habe ich hier schon in der Mischung. Mache ich hier ungefähr 1 Liter rein. Den Rest hatte ich Wasser. Und dann geht's los, dann sucht man sich die Pflanze aus. Ach, hier habe ich schon mal Tabak, der ist auch gerade im grünen Wachstum. Der wird auch nicht traurig sein, wenn er ein bisschen Nährstoffe extra kriegt. Hier der Sellerie, sieht gut aus. Und ja, so geht man rum. Der Mangold ist immer im grünen Wachstum, der kann auch einen Schuss vertragen. Und so geht man dann einmal rum im Garten, einmal die Woche, und hat sowohl die Mikroorganismen ausgebracht, wie auch den Stickstoffdünger für die schnell wachsenden Pflanzen rausgebracht. Ja, unser Tipp, und das gilt auch für Zimmerpflanzen, das kann man ganz genauso machen. Man muss ja auch nicht gleich 5 Liter machen, man kann sich erstmal 1 Liter anmischen und den dann ausbringen. Also Sie haben es nicht mehr nötig, Flüssigdünger zu kaufen, das haben Sie alle eine Armlänge entfernt. Hast du noch einen Tipp, ungefähr so einen Daumenwert, wie viel Fläche man so ungefähr damit düngen kann oder sollte? Oder kann man auch überdüngen? Du hast jetzt gerade gesagt, es soll noch im grünen Wachstum sein. Das ist schon mal ein guter Richtwert. Ja, also die man will es ja auch nicht übertreiben, sage ich mal. Ne? Weißt die Profis können aus der Angabe 10 Gramm Stickstoff pro Liter Urin schon ausrechnen, wie viel brauchen sie denn. Mhm. Aber wenn man jetzt das mal mit dem Gemüsefeld oder Getreidefeld vergleicht oder Mais, dann brauchen wir pro Quadratmeter und Jahr für eine volle Stickstoffdüngung 2 bis 4 Liter Urin. Mhm. Pro Quadratmeter. Also mal, wenn man so einen Rasen hier mit EM düngen will, 1 Meter mal 1 Meter, dann würde man darauf übers Jahr 2 bis 4 Gießkannen verdünnt verteilen. Also 2 bis 4 Liter pur Urin dementsprechend. Pur Urin oder verdünnt? Pur. Also 2 ja, Liter. Gut, dann kann man es ja fast nicht übertreiben. Das ist eine ganze Menge. Ja, also wir produzieren ungefähr 500 Liter Urin pro Person und Jahr. Schnitt. Und das heißt, wir können ungefähr 250 Quadratmeter, wenn wir allen, was ja keiner macht, aber wenn wir allen Urin auffangen würden, könnten wir pro Person 250 Quadratmeter gut düngen pro Jahr. Ja, also dann, ich hoffe, ihr habt Lust, das Ganze nachzumachen und dann vielleicht ein bisschen über normale Denkmuster auch ein bisschen hinauszuwachsen, dass es irgendwie eklig ist oder so. Ich finde es persönlich total faszinierend, dass es so einfach ist, und spannend finde ich auch nochmal an der Sache, dass das ja auch eine Erfindung der Zivilisation ist, dass wir über die Kläranlagen immer unsere Ausscheidung und damit auch die Nährstoffe in die Meere und in die Gewässer rausgeben. So habe ich es bei dir immer gehört in anderen Videos. Und so über die Art und Weise können wir halt viele Nährstoffe auf dem Land behalten. Und erscheint mir so auch super sinnvoll, um für eine bessere Umwelt und Natur zu sorgen.